Hallo, ich bin der Wolfgang und es freut mich, dass ihr euch für die Sportbootführerscheine interessiert. Wenn ihr euch dazu letztendlich anmelden wollt, auch beim Prüfungsausschuss, dann benötigen wir, beziehungsweise ihr, besondere Unterlagen. Welche das sind, das zeige ich euch heute. Das heißt, was brauchen wir? Zum einen so ein schönes Schriftstück. Ihr seht, Antrag zur Zulassung für die Prüfung. Wo ihr dieses findet, das zeigen wir euch bei uns, blenden wir unten mit ein. Wir müssen einmal zum Onkel Doktor gehen. Es gibt da so ein sogenanntes ärztliches Attest. Da füllt er ein paar Sachen aus und da wissen wir, ob wir nachher körperlich entsprechend geeignet sind. Wir benötigen ein Passbild von uns. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr mit zu. Und wenn wir schon über 18 Jahre sind und im Besitz des Führerscheines, benötigen wir einen Führerschein. Sind wir über 18 und sind nicht im Besitz eines Führerscheines, müssen wir ein separates Dokument entsprechend nachher mit ranbringen. Erzähle ich aber auch noch mal was zu. Ihr seht also, ein paar Sachen haben wir. Jetzt geht's los, dass wir eins nach dem anderen mal durchgehen. Jetzt schauen wir also, was wir tatsächlich zum Passbild haben müssen. Wir müssen selber drauf sein. Es bringt also nichts, wenn wir ein Bild haben, wo viele Personen sind mit einem Pfeilchen, so das bin ich, sondern das ist ja mein Führerschein, also muss ich persönlich mit drauf sein. Diese Größe ist nicht gegeben, denn der Führerschein, den bekommt ihr ja selber nachher in so ein Checkkartenformat, heißt also, die Größe ist vorgegeben mit 35 mal 45 Millimeter. Es muss neutraler Hintergrund sein. Ich darf keine Mütze, Sonnenbrille, Papagei auf der Schulter, was auch immer noch mit dabei haben, sondern ich muss neutral drauf sein, wie man so schön sagt, im Halbprofil. Also ich muss klar zu erkennen sein. Bei dem Bild wichtig, dass ich da keine großen Bewerbungsfotos habe, sondern die Größe ist nachher da entscheidend. Nicht das Größte gewinnt, sondern tatsächlich das Schönste. Also mit der richtigen Größe, weil das ist halt eben ja genormt. Wir werden dann, falls das Bild beim Prüfungsausschuss gegebenenfalls mal auf den Boden fällt, weiß man ja nicht mehr, wer ist diese Person. Deswegen hinten auf der Rückseite Name, Geburtsdatum mit draufschreiben, dass das unseren Unterlagen später ganz klar zugeordnet werden kann.